Nummern bei Theater Fink im Jahre 2019. Wir feiern heuer 100 Jahre Frauenwahlrecht und ebenso 100 Jahre Frauenstudium an der TU Wien. Erst mit großer Verspätung im Vergleich zu den männlichen Studenten, erst 1897 wurden Frauen überhaupt zum Hochschulstudium zugelassen. Und auch hier wurden ihnen die Hürden sehr hoch gelegt. Es hat viele Jahrzehnte gedauert, bis sich die Frauen aus der Vorherrschaft der Männer befreien konnten und ihr Kampf um Eigenständigkeit und Rechte von Erfolg belohnt wurde. Wir drei, wir sind ein Teil von Theater Fink, die Heidelinde Grazer, die Karin Sedlak und die Susita Fink. Und wir wollen Ihnen nun mit den Vienna Street Puppets, wollen wir Sie mitnehmen auf eine Reise durch mehr als 200 Jahre Kampf um Frauenrechte und Gleichberechtigung. Wir werden Ihnen jene Kämpferinnen vorstellen und hervorheben, die sich selbstlos für die Verbesserung ihres Lebens und das ihrer Zeitgenossinnen eingesetzt haben. Deswegen lassen wir sie auferstehen in Form von geisterhaften Puppen und erzählen von ihrem Leben und Wirken. Jesus, aber ab, eine feministische Puppenrevue. Unsere Liedertexte und Kompositionen stammen von Heidelinde Grazl, Melissa Coleman, Dagmar Fischer, Rudolf Grazl und Eva Billisig. Und die Puppen wurden entwickelt und gebaut von Susita Fink und Nico Öst. Die erste Kämpferin, die wir Ihnen vorstellen möchten, ist Olympe de Gouges, geboren 1748. Sie wurde massiv eingeengt durch ein Korsett von moralischen Vorschriften. Freiheit wurde nur den Männern zugestanden und Frauen konnten sich überhaupt nicht verwirklichen. Olympe de Gouges erkämpfte sich mit eisernem Willen ein selbstbestimmtes Leben. Und somit beginnen wir unsere Zeitreise in Frankreich in den Jahren der Französischen Revolution. Olympe de Gouges war eine Frau. Je suis femme, je suis calibre. Umwelt, die ich hier vorstellen werde, sie war keine für den Herd. Dafür war ich viel zu schlau. Geheiratet habe ich noch, ihn auswählen konnte ich nicht. Anfangs tat sie ihre Pflicht, doch diese Ehe war ihr Joch. Ihr erstes Werk war ein Theaterstück. Es ging um Sklaven in der Kolonie. Der Bürgermeister hat es mir nie verziehen. Ein Skandal im Augenblick. Adieu, Tristesse, sagte sie zum alten Leben. Die neue Ära nahm ihren Lauf. Sie schrieb über die Ehe kurz darauf. Sie ist das Grab des Vertrauens und der Liebe. Der Gesellschaftsvertrag von Frau und Mann, dafür plädierte ich Zeit meines Lebens. Die Freiheit war das Ziel meines Strebens. Dazu sich die Autodidaktin besann. Das Recht der Frauen auf Scheidung, dafür hat sie vehement gekämpft. Doch schon bald war ihre Hoffnung gedämpft. Die Willkür war der Beamtenneigung. Jeden Standesdünkel verachtete sie, unternahm auch viel gegen Korruption. Für Tyrannenherrschaft gab es kein Pardon. Und ich aßte die Galanterie. Eine Kämpferin war die de Gouges, ihre Natur auch die einer Madame. In den Salon sich mir Freiheiten nahm, wollte ausmerzen den ganzen Futsch. Schaut euch all diese Bastarde an! Verteidigt dies unglückliche Geschlecht. Dies schrieb ich auch an Marie Antoinette mit
Land war gegen Todesstrafe und Korsett. In der Bredouille hat sie dann gebüßt. Mitten in der französischen Revolution schrieb ich die Frauenrechtsdeklaration und wurde dafür geköpft am Blutgerüst. Wie Mädchen sich generell verhalten sollen. Damals. Das Mädchen soll schon vom frühesten Alter an allzeit um die Mutter sein, die allein ihr wahres und großes Vorbild ist. Raue Spiele und hitzige Bewegungen schicken sich nicht für die Töchter und entsprechen auch nicht den Einrichtungen ihrer Natur. Im stillen Schauen und Bestaunen, im heiteren, anmutigen Spiel, in der liebevollen Beschäftigung der kleinen Hausmutter, im raschen Befolgen der mütterlichen Befehle, liegt die wahre Stärke des mädchenhaften Gemüts. Das Mädchen, Zeitschrift, 1774. Heute. Die vom feministischen Dekonstruktionsehrgeiz zur selbstverwirklichungsverpflichteten Geburtsscheinmutter umdefinierte Frau sehnt sich unverändert nach einem ganzen Kerl, der ihr all die emotionalen und ökonomischen Sicherheiten gibt, die eine junge Mutter braucht, um sich mit weitgehend sorgloser Hingabe dem Nachwuchs zuwenden zu können. Michael Hovanietz in Norbert Hofers Buch Für ein freies Österreich 2013. Endlich auch in Österreich in Schwung. Die adelige Caroline von Perrin war eine der ersten, die zusammen mit vielen anderen auf die Barrikaden ging. Caroline von Perrin. Thank you.
der Schlacht haben's August-Massaker gesagt. Caroline von Perrin, Pionierin sie, wer weiß, wo wir hat's uns wir und rechts und nie verliert. Deine kühnen Ideen sich um Frauenrechte drehen, was denn damals. Die Natur schuf den Mann zum Herrn der Schöpfung. Ist nicht das Weib kleiner, zarter, schwächer geformt? Lässt sie ihren Körper noch so sehr durch Erziehung abhärten, das Weib wird doch periodisch durch seine Bestimmung leiden, da der Mann leben und sterben kann, ohne Krankheit zu empfinden. Stärke ist nicht die Gabe der Weiber. Sie können daher nicht beschützen, folglich sind sie nicht zum Herrschen gemacht. Ernst Brandes über die Weiber, Leipzig 1787. Heute, wie immer sie geartet sein mag, verliert jede Organisation in den Augen sowohl männlicher als auch weiblicher Betrachter an Ansehen, je höher der Frauenanteil ist und je bedeutender die von Frauen bekleideten Positionen sind. Michael Hovanietz in Für ein freies Österreich 2013. Caroline von Perrin war nur der Anfang. Einige Jahre später wagte ein junges Mädchen aus Inzersdorf, damals Niederösterreich und heute Teil des 23. Bezirks, seine Gedanken öffentlich zu äußern und vor allem auf das harte Los der Arbeiterinnen aufmerksam zu machen, um deren Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Adelheid Popp. Bestimmt kein Schand. Die Fürsorge zum Ziel.
politisch gleichberechtigt war die Frau. Für Sozialpolitik auch heute noch ein großes Stück. Als Weibersache damals abgetan, von vielen Männern in ihrem großen Wahn. Diese Pop, die wollen irgendwer, ihr Kampf für Frauen legendär. Die Nazis mussten noch erleben, damit das aus von all ihren Streben. Ohne Hoffnungen, was wäre die Welt? Ein Zitat von ihr, auch wenn sie nun tief fällt. Ja, öffentlich verkündet sie das noch und hinterlässt damit ein großes Loch. 1939 startet unsere Pop, doch für die Frauen ist sie bis heute top. Diese Pop, die wollte irgendwer, ihr Kampf für Frauen legendär. Diese Pop, die Sanftmut und Geduld, womit sie seine Launen, seine Heftigkeit erträgt, soll ihm die Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung erleichtern. Der Mann kann zur Not allein stehen. Das Weib muss eine Stütze haben. Diese erhält sie durch die Ehe. Erst durch die Ehe, durch ihren Mann, soll das Weib seine vollkommene Ausbildung erhalten. Ernst Brandes über die Weiber 1790. Heute? Mittlerweile sind Frauenhäuser an der nachhaltigen Zerstörung von Ehen und Partnerschaften maßgeblich beteiligt. Und ich frage, wo bitte sind die Powerfrauen? So sprach die Amstettner FPÖ-Stadträtin Brigitte Kaashofer 2012. Wiens Bevölkerung vermehrt sich innerhalb von einigen Jahrzehnten rasant. Die Frauen werden genauso als Arbeitssklaven missbraucht wie die Männer. Ein menschliches Leben ist nicht möglich. Gleichsam einer Hydra mit mehreren Köpfen, schlägt man ihr einen ab, wächst schon der nächste nach, beginnen immer mehr Frauen für ihre Rechte zu kämpfen. Sie traten nicht nur vehement für das Frauenwahlrecht ein, sondern forderten gezielt für Mädchen und Frauen jene Bildung, die bisher nur Burschen und Männer vorbehalten war. Es war ein zäher Kampf, der oft erst nach Jahren von Erfolg gekrönt war. Stellvertretend für die vielen mutigen Kämpferinnen möchten wir einige davon herausgreifen und ihnen vorstellen. Den Refrain unseres Liedes haben wir vom kolportierten Ausspruch Anton Benjas entliehen, den er getan hat, als er erfuhr, dass die ÖVP-Politikerin Marga Hubinek 1986 als Nationalratspräsidentin kandidieren würde. Jesus, a Weib. Der Weiber in der Zeitung schon wieder. Na, Alter. Sogar Bundeskanzlerin haben wir ja jetzt. Na. Jesus, a Weib! Was will denn die? Da geh ich da lieber auf ein Kaffee! Rosa Mayreder. In Rosa.
Häuser erwachte die Sehnsucht nach mehr, über die Enge des häuslichen Herders hinaus. Das als Frau zu erreichen, war leider sehr schwer. Darum gab sie sich vorerst als Franz manchmal aus. Heute macht sie kein Mensch mehr irgendwie klein. In ihrem Park oder in der Mayrieder Gossen. Sie gründete den allgemeinen österreichischen Frauenverein. Und auf dem 500-Schilling-Schein haben sie es lassen. Jesus, ein Weib, sonst hast du noch nicht gesehen. Die Frau, die spült sie auf. Wie soll das weitergehen? Die Marie Lang war rhetorisch besonders begabt. Auch für Jugendfürsorge und für Mutterschutz. Als Herausgeberin hat sie viel zu sagen gehabt. Die unehrlichen Kinder waren nichts wert, so wie Schmutz. Dagegen kämpfte sie und gegen das Lehrerinnen-Zölibat. Sie schwärmte für das Fahrrad, das galt einst nicht als Adrett. Sie war zweimal verheiratet, unterwarf sich keinem Diktat, trug Reformkleider statt dem verhassten Korsett. Jesus, ein Weib, da schaue ich lieber weg. Die zeigt uns sicher, wo es noch alles geht. Auguste Fickert. Die Auguste musste schon früh die Familie ernähren. Die Mutter krank, der Vater tot und noch drei Geschwister da. Ursprünglich wollte sie so gerne Schauspielerin werden. Doch als Lehrerin war sie dem System ja so nah. Kämpfte für benachteiligte Frauen und deren Rechte. Wollte, dass Buben und Mädchen gleiche Bildung bekommen. Kirchenaustritt, Frauenstimmrecht, sie bezwang Mächte. Ihre Kritik machte die Behörde ganz benommen. Jesus, ein Weib, jetzt lass doch die Tanz. Kann mir bitte wer sagen, ist das schon wieder so abflaut? Marie Schwarz. Der Beruf Lehrerin war damals das Höchste, was als Arbeit erlaubt war, der Frau mit Hirn. Später Bürgerschuldirektorin war sie die Erste. Doch Marie wollte ursprünglich Jura studieren. Sie war dabei beim End von Paragraph 30. Frauen und Ausländern war da verboten, die Meinung zu sagen. Kämpfte gegen Männer in Mädchenschulen fleißig. Und für gleichen Lohn, weil die Frauen sich genauso abloggen. Jesus, aber wo kommt die wieder her? Die macht uns sicher das Leben noch einmal so schwer. Marianne Heinisch. Die Marianne ist mit einem Silberlöffel im Mund geboren. Sie wollte nicht, dass Frauen kategorisch von Bildung ausgeschlossen seien. Sie ist davor in Privatschulen unterrichtet worden. Hat als Pazifistin viel für das Frauenstimmrecht getan. Sie forderte die Einführung vom Mädchengymnasium. Gegen das Ehe- und Familienrecht hat sie rebelliert. Verlangte Zulassung der Frauen zum Hochschulstudium. Den Muttertag hat sie in Österreich eingeführt. Jesus, oh Weib, geht das jetzt immer weiter? Nein, es ist aber genug. Geht das immer so weiter in einer Tour? Für die Elise Richter war das Leben ein ganz stiller Kampf. Begleitet von Mühsal und Anfeindung. Der patriarchale Gegenwind war so ein Krampf. Frauen gemessen damals mehr nur an der Kleidung. Sie gehörte mit zwei anderen zu den allerersten Frauen, die an der Universität Wien inskribiert waren. Für den Verband der Akademikerinnen war das Klima ein Grauen. Als erste promovierte Professorin war sie ganz vorn. Jesus, ein Weib, gelasst mich endlich in Ruhe. Ich will's nimmer sehen, sind die alle so stur. Marga Hubinek. Die Marga wusste viel über
über den dornenreichen Weg zu einer besseren Vertretung der Frau in der Politik. Ihr Job als Sprecherin für Umwelt und Familie war der Beleg. Auch die Achse mit Damen anderer Parteien brachte viel Kritik. Schon in den 60ern wollte sie Karenz, auch für die Väter. Sie trat ein für Nationalparks und gegen Zwentendorf später. Jesus, Erwerb, Geschlechte! Oh, schnell! Was soll ich denn machen? Bin ich gar in der Hölle? Käthe Leichter. Die Käthe wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf. Das Studium in Wien ist ihr verweigert worden. Das Soziale sie interessiert, da kam sie schon früh drauf. Promoviert hat sie dann in Heidelberg, ein Stück weiter im Norden. Sie war Gründerin des Frauenreferats der Arbeiterkammer. Der Aufruf gegen den Krieg hat ihre Leidenschaft entfacht. Die Anklage wegen Hochverrats, die war ein Jammer. 1942 hat sie Gestapo mit Giftgas umgebracht. Jesus, Erwerb, hört es denn niemals auf? Ich geh jetzt in der Jungsen und schau, da sieht was auf. Damals. Das Bewusstsein und Gefühl einer geringeren körperlichen Kraft sollte in dem Weibe von frühester Kindheit an den ebenso notwendigen wie wohltätigen Drang zu einer stillen und sittsamen Lebensart erzeugen und erhalten. Allein die Bestimmung des weiblichen Geschlechts ist in sehr vielen Dingen der Männer unterschiedlich. Folglich muss auch die Vorbereitung der Mädchen in ihren reiferen Jahren anders eingerichtet werden. Das Mädchen, Zeitschrift 1774. Heute. Männer seien wegen des körperlichen Unterschieds stärker. Der harte Polizjob eigne sich eben weniger für Frauen, die mehr drauf aus sind, zu gefallen und mehr Zeit für die Frisur und Kosmetik verwenden. So sprach FPÖ-Generalsekretär und EU-Parlamentarier Harald Wilimski. Fabriksarbeiterin, hat kackelt für Schulgeld und den Unterhalt in Wien. Mit 20 hat sie dann ihren ersten Text herausgebracht über die Arbeiterfrauen und der galt nicht nur jenen. Ab 40 nach dem Krieg war sie Abgeordnete zum Nationalrat für die schwarze ÖVP. Monst was willst, muss da kämpfen. Tag für Tag hat gewusst, sie kann nichts tun mit Kreuden, Füßen. Welche Gredel haben sie zu mir gesagt in Wien? Aber mein Name ist Rehor. Grete Rehor. Ihr Leben lang hat sie sich für die Schwächeren eingesetzt. Für ihre Zeit war sie auch ziemlich gut vernetzt. Ob mit Bauern, Pensionisten oder Hausbesorgern. Die Frauen waren ja immer
schon sehr, sehr wichtig. Die Jugend ist bei ihr ganz weit oben gestanden. Fast 20 Jahre in der großen Koalition. Sie ist oft zu Fuß in alle Winkel von unserem Land. Denn die Gewerkschafter waren niemals null und nichtig. Dann haben's nimmer fesche Gredel zu mir gesagt. Kommunisten haben's zu mir gesagt in Wien. Aber mein Name ist Rehor. Dritter Rehor. Mit 56 war sie dann die allererste Frau, die als Ministerin angeklopft worden ist schon. Der Widerstand der Männer gegen sie als Frau war groß. Doch das rote Ministerium war ihr neicher Platz. Schwarze Kommunistin haben's zu mir gesagt in Wien. Aber mein Name ist Rehor, Rita Rehor. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit war ihr wichtigstes Ziel. Eine Frauenabteilung hat's gegründet, die bedeutet viel. Mehr als 100 Sozialgesetze hat sie mit beschlossen. Die gläserne Decke durchstoßen. Boah, nicht für die Katze. Nun sind wir mitten im 20. Jahrhundert schon angekommen. Und sogar noch später, in der aktuellen Zeitgeschichte, war Grete Rehor als weibliche Ministerin bereits eine Novität, sollte es in den folgenden Jahren positiv weitergehen. 1990 bekam Österreich mit Johanna Donal die erste Frauenministerin Österreichs. Wo die Johanna wieder bleibt? Wahrscheinlich mit der Kosmetik beschäftigt. Verspätet sich. Aber wenigstens regnet's heute nicht. Anni, wo bleibst du? Na endlich. Jetzt bist du endlich da. Super. Als unehrliches Kind hast du nur die Oma gehabt. Im Krieg hat's zu dir viel gegen Adolf gesagt. Hat Bücher mit dir gelesen und so manches hinterfragt. Wollt, dass wer die sozialistische Idee weitertragt. Als Industriekaufer warst du dann schon ziemlich gefragt. Anfang 20 schon verheiratet und Kinder haben die blockt. Doch in Zeiten haben's die Kündigkeit Karenz, du warst verzockt. Ab 30 als Bezirksrätin hast du die Macht angelockt. Warum das ist die Johanna nicht, was sie für Johann gehört? Das hat die Frau Donal immer schon so gestört. Ah, die Aloysia versteht nicht, warum da alles Recht haben sollt. Gleiches Recht für alle, das ist, was sie wollt. In der Partei warst du ganz lang der junge, frische Wind gegen männliche Bevorzugung immer schon gestimmt. Kultur und Schule, ja, wer das nicht wichtig findet, weiß wie nicht, wo oben und unten ist und wo alles beginnt. Selbstbewusstsein kann man lernen, das was jedes Kind. Ein Seminar hat zum Kassen, doch fürs am Blieben. Du warst die Erste in der Politik, der Skandal ins Auge springt. Die durch Scheidung sich nicht länger in die Ehe zwingt. Warum darf die Johanna nicht, was sie für den Johann kehrt? Das hat die Frau Donal immer schon so gestört. An die Aloysia versteht nicht, warum da alles Recht haben sollt. Gleiches Recht für alle, das ist, was sie wollt. Ab dem Mandat im Wiener Landtag warst du oft auf der Hut. Denn nicht alle Frauen haben gefunden, das was du machst ist gut. Hast mit Kreisky und den Fetzenweibern gewusst, wie man was tut. Bei Betretungsverbot, Fristenlösung haben viele geboot. Vergewaltigung von Ehefrauen und
Streit bis aufs Blut. Das Gesetz dagegen hat dich kostet einiges an Mut. Bei gewalttätigen Gartenhäuser für Frauen und ihre Brut. Auch als erste Frauenministerin hast du nie geruht. Jetzt auf die Johanna, aber sie für den Johann kehrt. Reaktionäres Denken gehört konsequent zur Schert. An die Aloysia und der Alois haben endlich das gleiche Recht für eine menschlichere Zukunft für jederlei Geschlecht. Jetzt auf die Johanna, aber sie für den Johann kehrt. Reaktionäres Denken gehört konsequent zur Schert. An die Aloysia und der Alois haben endlich das gleiche Recht für eine menschlichere Zukunft. Unsere letzten Worte, hoffentlich hier und heute. So, da ist der Spitz. Jetzt kommt der Ritt. Jetzt hör mal auf. Ich sag die letzten Worte. Ja. Ich sag die letzten Worte. Okay. Ja, also wir wollen uns bedanken. Das sind die letzten Worte. Und zwar eben bei der Plattform für Streitreden, dass wir hier spielen dürfen und bei der Chör. Bei Markus Ambach, Claudia Bosse, Helga Gartner, Christine Höhlbücher und Barbara Holub, dass wir ja heute hier sein dürfen. Und wir hoffen, Sie schauen sich auch eins unserer anderen Programme an, die auch allesamt feministisch sind. Dankeschön.